Das ist Bitterwurz, oder wie es heißt. Da war keine Glocke nötig. Kein Essen verschwenden. Du starrst zu. Aha. Ah, Zuckerpilze. So geht es natürlich auch. Gut, dann gehen wir jetzt zum Bäcker zurück. Das habe ich natürlich nicht erwartet, dass das da drin noch versteckt ist. Das habe ich jetzt auch nur zufällig gerade gefunden. Aber macht ja nichts. Ich denke mal, diesen Schritt mussten wir jetzt auch noch machen. Das war das Einzige, was wir auch noch konnten. Und jetzt können wir gleich weiter über den Brückentroll gehen. Weißt du jetzt, was du haben möchtest? Guten Tag. Hör immer auf dein Herz. Okay, so bringt uns das nichts. Diese Sternbeeren sind perfekt gereift. Gerade saftig genug und mit einer moschusartigen Erdnussnote. Wenn du mir Zuckerpilze bringst, kannst du ihn für nur eine glänzende Goldmünze haben. Ich dachte, dann kriegen wir den umsonst. Oder war das nur ein Sonderangebot? Oh, diese Zuckerpilze sind perfekt. Gerade pilzig genug und nicht zu zuckerig. Wenn du mir eine glänzende Goldmünze gibst, gehört Großmutter Sternpilzkuchen dir. Wir brauchen ihn ja. Insofern, bitteschön. Du hast deine Münze für den Kuchen ausgegeben. Ja, denn ich wusste, dass mich dieser köstlich duftende Kuchen irgendwie in die nächste Turnierrunde bringen würde. Danke für deine Kundschaft. Teile diesen Kuchen mit deinen Freunden. Und viel Glück beim Turnier. Kein Problem, passt unter unserem Mantel. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt zum Brückentroll. Nicht toll, sondern Brückentroll, aber auf jeden Fall gehen wir zu ihm. Mal sehen. Hier lang. Dann war es, glaube ich, hier runter. Hier weiter. Und weiter und weiter und weiter und hallo. Wie wär's mit einem riesigen Kuchen? Wenn der uns jetzt verarscht, haben wir ein großes Problem. Danke für den kurzen Mangel an Konversation. Olfi war eindeutig unterzuckert. Jetzt, wo ich wieder fit bin, lass uns das Auge des schnaufenden Snarlax holen. Erdbeben! Es gehört dir. Swiss verschafft das. Nicht dein Ernst. Gräme dich nicht, kleiner Nasenbeutler. Der Snarlax hat ja zwei Augen. London Brücke. Whisper! Olfi hat einen neuen Plan. Zuerst werden wir... Dann musst du... Und dann... Aber erst brauchst du das hier. Wenn du mich brauchst, einfach reinblasen. Ah, okay. An die tapferen Seelen, die noch unter uns weilen, willkommen zurück. Ihr habt vielleicht einige Miesepeter im Königreich kreischen hören. Das Turnier wäre brutal und unmoralisch. Doch abgesehen von Proklamationen und Addenda war das schon immer die Art von Daventry. Und das wird sich auch niemals ändern. Nun, Ritter in Spe, wenn ihr so freundlich wärt, uns eure Augen zu präsentieren. Halt still!
Eine Sekunde bitte. Bin gleich wieder da. Hier kommen wir nicht rüber. Okay, aber wir müssen das Mundstück benutzen, natürlich. Klingt logisch. Ist das scheußlich genug? Ich glaube, dafür gibt es kein Addendum. Glückwunsch, Graham. Willkommen zum Turnier. Ein echt hässlicher Troll. Ja, hässlich im hübschen Sinne. So habe ich das nicht gemacht. Wie deine Cousine Hilde. Nimm das und das. Oh. Sir Springensfeld. Na? Bist du überrascht, dass ich beim Stofftierturnier antrete? Weißt du was? Ich schreibe wirklich meine eigenen Geschichten. Ich setze da an, wo mein letztes Buch aufgehört hat. Es hieß 31 Wege zur Monsterbeseitigung. Du bist zu niedlich, um gegen dich zu kämpfen. Lass uns lieber tanzen. Wirbeln und beste Freunde und wirbeln. Ups. Oh, Gwendolyn. Tut mir leid, Oma. Oh, ich mach das schon, Schätzchen. Ich wollte dir nur sagen, dass dein Großvater dich erwartet. Also lauf und erlebe ein paar Abenteuer. Nur möglichst nicht mehr in der Nähe meiner Glasvasen. Bitte. Nun ist die Zeit für meinen Lieblingsteil des Turniers gekommen. Die Duelle. Ihr werdet euch in einem Kraft- und einem Tempo-Duell messen. Die Gewinner erwartet ein finales Duell des Scharfsinns. Eure Gegner wurden alle ausgelost, also keine Beschwerden. Das gilt auch für euch, Whisper. Bei einem Unentschieden kommt es zum Ausscheidungsprinzip. Der Sieger hat den Ritterposten. Das Kraftduell findet auf unserer spektakulären, schwebenden Insel statt. Und vergesst nicht, euer Ross zum Tempoduell in die Arena mitzubringen. Man enthülle die Turniertafel. Ich bleibe hier, um Fragen zu beantworten. Viel Glück. Und, bevor ich es vergesse. Hat jemand den Ritter mit Bogen gesehen? Er ist sicher wieder nach Hause gegangen. Er hat mir erzählt, dass er große Sehnsucht nach seiner Familie hat. Whisper sah ihn auf den dunklen Brunnen zugehen. Proklamation 463-731-34-637-378-77633.1,5 besagt, dass jeder Ritter, der sich zurückzieht, das Rücktrittsformular auf der Rückseite seines Porträts unterzeichnen muss. Es gab da schon Probleme. Gibt es Freiwillige, um seine Unterschrift einzuholen? Sehr gut, danke, Junge. Hier ist sein Porträt. Er soll bitte baldmöglichst unterzeichnen. Falls du noch Fragen hast, wende dich jederzeit an mich. Lass die Duelle beginnen! So, jetzt wollen wir doch mal gucken, wen wir hier antreten müssen. Womit hast du angefangen? Mit dem Tempo- oder dem Kraftduell? Können wir uns das aussuchen? Also im Tempo-Duell gegen Whisper, das ist natürlich ganz blöd gelaufen. Ah, und im Kraft-Duell gegen Acorn, dem Stärksten. Also gegen den Schnellsten und gegen den Stärksten. Das klingt natürlich sehr fair. Wenn... jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Der Bogentyp jetzt zum Brunnen gelaufen ist, müssen wir da jetzt auch einmal hin.
Das bedeutet hier einmal ganz durch. Und die Frage ist ja, bekommen wir später noch das Bitterwurz oder haben wir die Möglichkeit dazu irgendwie verpasst? Hätte man es bekommen können schon? Das weiß ich nämlich nicht. So, aber das wollen wir hier natürlich zuhalten. Nicht, dass hier wieder die Wetzwölfe reinkommen. Theoretisch müsste die doch jetzt frei sein, oder? Wenn er zu diesem Brunnen aufgebrochen ist, muss er hinten eine noch frei Hecke sein. Aus stacheligem Dorngras versperrte den Weg zum Brunnen. Der Brunnen mit dem gigariesigen Drachen? Vielleicht. Das verstehe ich nicht. Nee, ich suche da jetzt auch nicht weiter. Dann ist er hier scheinbar nicht. Weil wenn, hätte ich gedacht, ist er da, vielleicht gibt es da noch einen anderen Zugang. Vielleicht gibt es da hinten noch eine Brücke. Gibt es da hinten noch eine Brücke? Ich weiß es gerade nicht. Ist aber auch egal, wir gehen jetzt hier erstmal weiter. Hier gibt es auch noch genug Brücken, wo wir unser Horn einsetzen können. Beziehungsweise unser Mundstück. Wo wir dann vielleicht jetzt weiterkommen und uns neue Möglichkeiten erschließen. Das heißt, eigentlich können wir jetzt nochmal alles erkunden. Wegen einer Kleinigkeit, die sich geändert hat. Wo kommen wir zum Beispiel hier hin? Es war nicht das richtige Mundstück für dieses Horn. Okay, also hier kommen wir vielleicht später mit einem anderen Horn nochmal lang. Weiter ging es hier nicht. Dann wollen wir mal hier weitergehen. Und hier... Was passiert, wenn wir hier das Fleisch einsetzen? Geht! Wir haben das Fleisch gegen einen lästigen Dachs getauscht. Vielleicht können wir mit dem Dachs ja auch in die Höhle rein. Schon Pläne für das Wochenende? Oh, was ein fitter Ritter halt so treibt. Und das wäre? Am Wochenende treibt ein Ritter Sport. Müsst ihr bedenken, wenn ihr dann Wochenende gerade habt. Sport betreiben, sonst seid ihr kein Ritter. Also wer Ritter werden möchte, ein bisschen Sport am Wochenende und schon habt ihr eigentlich alle Bedingungen erfüllt. So, ich glaube, ich gehe hier jetzt auch erstmal nochmal nach... Nicht, gehe ich nach rechts. Weil oben geht es ja nachher auch zu den schwebenden Inseln. Und vielleicht kommen wir hier auch rüber. Oh, das ist ja auch doof. Jetzt habe ich natürlich vergessen, das Mundstück zu benutzen. Kein Essen verschwenden. Kein Essen verschwenden. Geht nicht. Kein Essen verschwenden. Ach, komm. Im Dunkeln weiterzugehen erschien mir wenig ratsam.